Hey, meine lieben Freunde, seid gegrüßt, hier ist euer Affenkönig Dämlich. Es gibt krasse News zu Dragon's Dogma 2 für zumindest PS5-Besitzer. Man kann mehrere Accounts erstellen, und zwar, wenn man einfach den Benutzer wechselt auf der PS5. Ich zeige euch das jetzt hier mal, das ist mein Spielstand, den ihr aus meinem Let's Play kennt. Und den lade ich jetzt mal, um euch natürlich die Echtzeit zu zeigen. Ist eine krasse Nummer, Leute. Ich find's mega geil. Für alle, die jetzt mehrere Spielstände haben wollen, ist das natürlich super toll. So, ihr seht's hier, ist der Affenkönig Dämlich mit seiner schlagkräftigen Truppe, mit der Niki und Co. Das kennt ihr natürlich schon. So, ich schließe jetzt natürlich aber das Game mal. Mache jetzt hier einfach mal, zack, Spiel schließen. Weg damit, braucht man ja momentan einfach nicht. Und dann hier oben habe ich mir einfach natürlich einen neuen Benutzer gemacht. Das will ich jetzt nicht ganz genau zeigen, aber ihr seht hier, zack. So, Benutzer wechseln. Habe ich einfach mal einen neuen gemacht. So, da gehen wir auch gleich mal rein in die ganze Chose. Sorry, dass das hier so ein bisschen verwischt ist. Hier ist Dragon's Dogma 2, seht ihr auch. Da habe ich mir einfach mal so ein Elfenhünen erstellt sozusagen. Bin jetzt da ganz am Anfang noch beim Kerker. Und es kann sein, ich habe mich jetzt auch nicht online angemeldet. Ich habe das jetzt offline gelassen, so dass die Speicherdaten natürlich nur auf der PS5 sind und wir nicht irgendwie online sind. Das habe ich jetzt nicht gemacht, weil ich mir gedacht habe, das könnte ja dann Konflikt miteinander, das wollen wir nicht. Jetzt gucke ich hier vom letzten Speicherpunkt laden und dann seht ihr es auch schon, da wachen wir im Kerker. Ja, und da steht jetzt unser 368-jähriger Elfenhühner. Und wir haben praktisch hier einen neuen Account. Jetzt erinnert es mich nur dran, dass ich nicht online bin, aber ist ja kein Problem. Geht ja auch alles offline und es funktioniert, Leute. Es ist super nice, super cool. Also wer Bock hat, sich zwei Klassen zu erstellen und einfach mal rumzuprobieren, es funktioniert, zumindest auf der PS5. So, dann habe ich für euch noch in eigener Interesse eine kleine News. Und zwar verlose ich für euch eine wunderschöne Dragon's Dogma 2 Steelbook. Und ich finde, die sieht mega geil aus. Also ich finde die richtig cool. Vorne wie hinten. Also so wie es sein soll. Wunderschön. Sieht jetzt hier in dem Video nicht so geil aus, wie sie tatsächlich ist. Verlose ich für euch unter, ja, einfach einen mega coolen Kommentar, der unter das nächste Video geschrieben wird, unter Part 4, der dann irgendwann die nächsten Tage kommt. Bis dahin, euer Affenkönig Dämlich. Macht's gut!